Leute, was geht? Gestern kam kein Upload online, da wir im Stream nicht auf so schöne Videos reagiert haben. Deswegen werden wir das jetzt tun. Es gab ein Thema, worüber wir auch im Stream ein bisschen angeschnitten hatten. Und zwar das Thema um Fat Comedy und Oliver Pocher. Ihr habt es wahrscheinlich alle gesehen auf YouTube, auf TikTok, wo auch immer, dass er ihm eine Schelle gezogen hat. Und ja, ich hatte auch schon meine meisten Sachen eigentlich im Video schon erzählt gehabt, was meine Meinung zu dem Thema ist. Dennoch dachte ich mir, es ist ein wichtiges Thema, worüber wir reden können. Nicht, weil das Thema Hype hat oder so, sondern weil ich einfach will, dass meine Community mit richtigen Werten, ich will nicht sagen erzogen wird, aber mit richtigen Werten geleitet wird und dass ihr meinen Charakter versteht oder vielleicht den Charakter von Ozan. Wir können es gerne hier alle ausdiskutieren und ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt einfach mal das Statement von Oliver Pocher rein, was er zu dem Thema zu sagen hat. Ja, und dann können wir mal gucken, was hier passieren wird. Okay, los geht's. Dieses Statement kam heute online. Los geht's. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bildschirmkontrolle. Soll ich ein bisschen schneller stellen? Weil das Video geht 14 Minuten. Kannst du gut zuhören bei 1,025? 1,25, so, guck mal. Didim. Leider wieder nicht, denn wieder mal muss ich über ein ernsthaftes Thema reden, was die letzten Tage natürlich hochgekocht ist. Und ihr habt es mitbekommen, ja, Will Smith und Chris Rock haben den Vorfall von Samstag, der mir in Dortmund widerfahren ist, direkt bei der Oscarverleihung nachgespielt. Ey, Digga, aber das ist echt kurios, dass das direkt einen Tag danach passiert, ne? So? Ja, vielleicht ist ja Will Smith ein Fan von Oliver Pocher oder von Fat Comedy. Oder von Fat Comedy, genau. Glaube ich. Weil er ist Comedian, weißt du? Kann er sein. Er hat zum Besten gegeben. Könnte man meinen, in Wirklichkeit ist es da sogar noch ein bisschen anders gewesen, weil da hat ja wenigstens Chris Rock gesehen, wer auf ihn zugekommen ist und konnte sich in gewisser Form darauf vorbereiten. Das war bei mir ja leider in Dortmund nicht ganz der Fall. Und ja, aber auch wenn du dich darauf vorbereiten hättest können, hättest du trotzdem abgekackt, mein Bruder. Da müssen wir ein bisschen realistisch bleiben. Also ich glaube nicht, dass er eine Chance hätte so. Nee. Aber an sich hat er recht, Bruder. Es kam ein bisschen unerwartet. Natürlich, also, das kam er konnte sich gar nicht drauf vorbereiten. Er konnte sich nicht vorbereiten, aber so auch wenn es jetzt auf ein faires 1 gegen 1 geht, wird er trotzdem keine Chance haben, meiner Meinung nach. Da sind wir ja auch schon direkt beim Thema. Ich habe jetzt die letzten Tage auch nichts groß gesagt und gemacht und getan, weil das habe ich im Social Media in den letzten Wochen, Monaten, jetzt 2 Jahren gelernt. Also er ist ein Typ, der sowas eigentlich sportlich nehmen kann und nehmen sollte, weil er ja auch viel verteilt im Internet. Ich bin echt gespannt, was er jetzt sagt, Bruder. Hamda, nur weil er viel im Internet verteilt, heißt nicht, dass ihn jemand schlagen muss oder dass er jemanden schlagen muss. Weißt du, ich meine? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das ist ja wie bei einem Rap-Battle, wenn du bei einem Rapper sich als beleidigen den Tracks, so ist ja auch irgendwo sportlich. Aber wenn es jemand persönlich nimmt und dich haut, dann ist es einfach so. Aber er kann es so nehmen, wie er will, Bruder. Das ist doch keine Regel. Ja, ich weiß. Also das mit dem Hauen geht auf jeden Fall zu weit so, vor allem in der Öffentlichkeit. Aber ich bin gespannt, wer das. Deswegen lass uns erstmal zuhören, Bruder. Das verarbeitet hat, Bruder. Genau, lass mal darüber gleich gelernt. Man sollte einfach mal ab und zu auch mal sich zurücknehmen, erstmal sehen, wie die ganzen Geschichten laufen und dann sich dazu äußern. Aber es gibt natürlich einiges zu sagen und ich möchte auch das ein oder andere auch zu diesem ganzen Abend und dem Vorfall sagen, der natürlich gar nicht geht. Da gibt es auch gar keine 2 Meinungen zu. Der ist auch nicht besonders witzig. Also ich finde, lustigerweise, ich habe jetzt nochmal das T-Shirt extra angezogen irgendwie. Ich finde, wenn man mal in so einem Boxkampf ist, dann geht es ja darum, dass die Leute im Ring boxen, aber nicht vorne geschlagen werden. Punkt 1. Punkt 2 ist es irgendwie, weiß ich nicht, wenn man noch mit so einem Friedensshirt für die Ukraine da ist, relativ komisch, wenn irgendein Typ, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, irgendwas über ihn, gegen ihn oder irgendjemand anders gesagt habe, hinkommt und mit voller Absicht dir eine langt. Also, ich denke mal, dass das einen Zusammenhang hat mit Samurai, weil Fat Comedy ist ja seit 2-3 Jahren mit Samurai gut und so. Hat er gesagt? Also okay. So indirekt sowas. So, und er hat ja Nicarani gut geredet, dies, ja. Das, mies, mas. Wir waren da alle nicht dabei, also ich glaube, Samurai wurde ja, was es angeht, so freigesprochen mäßig. Aber im Endeffekt war keiner in diesem Raum dabei, ob Nicarani recht hat. Und ich mag Nicarani auch nicht, ich habe auch schon 1000 Videos über sie gemacht, so. Ja. Aber dass er sagt, ich habe nichts mit ihm zu tun, ich habe nichts in seine Richtung, bla bla bla. Ich denke mal, dass es dann einen Fat Comedy für seinen Kollegen gemacht hat, so. Safe. Was ich auch nicht gut finde, aber darüber können wir später reden. Das sind auf jeden Fall andere Kräfte im Hintergrund. Ja, merkt man. Wir gucken mal weiter. Da ist so, ich meine, und er sagt ja von sich selber, er ist Comedian. Er hat den Begriff Punchline sicherlich für sich neu ausgelegt, aber das funktioniert normalerweise etwas anders. Ja, und es war natürlich eine Nummer, die so gar nicht geht. Die ist feige, die ist hinterhältig, die ist arglistig, die ist gefilmt. Die ist noch mit... Es war auf jeden Fall geplant, sagen wir es so. Ne? Es war auf jeden Fall geplant. Also bisher, was er gerade gesagt hat, unterschreibe ich das. Ja, und es war auch geplant von den Jungs. Natürlich, da wird aufgenommen, da wird gelacht, weiß ich meine. Auch von hinten wird aufgenommen und sowas. Ne? Also als, überall, ja. Als ob die Leute das wussten, dass er gleich eine klatschen wird. Ja, so. Also es kam nicht aus dem Affekt heraus so. Also die haben das schon einen Tag vorher gesagt, ey, Oliver Pocher ist auch da und dann werde ich ihm eine klatschen und das aufnehmen. Also das hat man so ein bisschen gemerkt, es war so ein bisschen geplant, Alter. Ja, wir gucken mal weiter. Mehrfacher Hinsicht hätte die auch anders ausgehen können. Ich habe die letzten Tage auch ehrlich gesagt damit verbracht, das ein oder andere Mal beim Arzt zu sein. Und ich finde, auch da hört der Comedy-Aspekt ein bisschen auf. Achtung, hört auf, Wortspiel. Denn mein Ohr ist auch ziemlich angeschlagen gewesen. Und
wenn ich Pech habe, habe ich irreparable Schäden. Die ja, das wird jetzt so ein Ding sein, er wird den Allmann machen, weißt du, ich meine? Er geht jetzt extra zum Arzt, er wird ihm wahrscheinlich anzeigen, er wird ihn so dies, das, damit er ihn schön einen reinwürgen kann. Ich denke nicht, dass er nach dieser Ohrfeige so ein Ding bekommen hat. Aber die hat schon gescheppert, Bruder. Die hat auch, die hat auch gescheppert, Bruder, aber komm, Alter. Ja. Ich habe in meiner Kindheit... Okay, nee, wir sagen es nicht. Aber Bruder, wegen so einer Backpfeife jetzt so ein Fass aufzumachen, zu Recht, er nutzt jetzt dieses deutsche Gesetz aus, macht jetzt auf dumm, wird wahrscheinlich sagen, ich war beim Therapeut, bla bla, mir geht es natürlich nicht gut, um dann also, das letzte Cent aus Fat Comedy rauszupressen. Ich sag mal so. Das denke ich auf jeden Fall. Aus seiner Sicht macht er alles richtig. Ja, so wird es eigentlich, so wird's eigentlich jeder Allmann machen, ja, sagen wir so. Wir gucken weiter. Ich werde zurückgehen. Ich muss momentan eine Behandlung machen. Wir versuchen das einigermaßen wieder. Der Klassiker, Bruder. In den Griff zu bekommen, aber ich kann momentan gewisse Frequenzen. Erstmal eine Reha und sowas. Ja, ja, auf jeden Fall. So, das hast du mich einfach nicht mehr. Für so eine kleine Backpfeife, für was auch immer. Und es ist ja auch sehr schön, dass sehr viele Leute sagen, da kriegt der Poch endlich mal aufs Maul. Die Leute haben es vielleicht nicht ganz kapiert. Verbal kann mir jeder alles um die Ohren hauen, im wahrsten Sinne des Wortes, was er möchte. Das können wir gerne da irgendwie austragen oder irgendwas anderes, aber ja nicht so. Und die Situation ist dafür noch relativ glimpflich ausgegangen, weil ich habe natürlich auch gar nichts mitbekommen oder gewusst. In dem Moment einfach, bupp, mach es einmal kurz, irgendwie knallt es richtig. Und du denkst erstmal, was ist denn... Bock, nicht. Stell dir mal vor, du bist irgendwo auf einem Event, kriegst einfach aufs Maul, Bruder. Und chillst mit Christoph Daum. Ja, der auch nur zuguckt auf süß. Da steht irgendein Typ vor dir, der halt dann irgendwie noch dir hinterhergeht, wo du denkst, okay, zieht er jetzt noch ein Messer, passiert da irgendwie mehr? Und wir haben ja auch ganz gut gesehen, so ein bisschen wie deutsche Zivilcourage funktioniert. Ja, die ist in Deutschland so gut wie gar nicht vorhanden. Digga, aber dass da auch keiner dazwischen geht. Keiner hat geholfen, ne? Ey, das ist schon krass, Alter. Wie gesagt, Jungs, bevor ihr mir jetzt denkt, ich bin der Olli Pocher am Wald oder ich bin so sein Freund oder was auch immer. So objektiv fand ich das eine schwache Aktion von den Menschen da draußen. Weil er hat seine Backpfeife schon bekommen. Ja, jetzt halt ihn doch mal ein bisschen zurück, diesen Fat-Comedy und so weiter. So, weißt du, meine? Oder sagt doch, ey, was ist denn los und so. Alle bleiben einfach sitzen und keiner will was damit zu tun haben. Alle halten Kamera drauf. Ach so, also wirklich. Also es war schon die Menschheit schwach. Denkt zurzeit heute nur noch an ihre... War schon ein bisschen schwach, Digga. Ja. Denn es war ein großes, hey, das geht aber nicht. Und danach wurden die Arme verschränkt und es wurde weitergeguckt. Selbst Sicherheitsleute, die dafür angestellt sind, sowas zu unterbinden, haben gar nicht reagiert. Ja gut, dann sollte auch diese Veranstaltung mal bessere Sicherheitsleute einstellen, die auch keine Angst haben vor Gewalt. Weil nicht überall ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Weißt du, wie ich meine? So, das ist jetzt nicht die Schuld der Sicherheit, das ist jetzt die Schuld der Veranstalter, Bruder. Dann spart der nicht an Geld und holt vernünftige Leute, denn dann passiert sowas auch nicht. Mhm. Ganz einfach. Oder ich als Star, wenn ich jetzt ein Oliver Pocher bin, als Beispiel, und ich habe mich in der Vergangenheit zu irgendwelchen Themen komisch geäußert und ich weiß, dass ich viele Feinde habe, dann verlasse ich mich nicht auf irgendwelche Securities da, sondern gehe mit Freunden entweder hin, die müssen auf mich aufpassen, Bruder, das ist einfach so. Selbst ich kann nicht überall hingehen, weil es gibt auch Leute, die mich nicht mögen. Und da muss auch mal ein Freund dabei sein oder zwei. Ist jetzt nicht so, dass ich ein Angsthase bin, Bruder, ich habe vor niemandem Angst, wir fürchten nur Gott. Weißt du, ich meine? Aber sowas gibt's immer. Wenn du in den falschen Orten bist oder an den falschen Ecken, wo auch viel los ist und wo du weißt, da könnte jemand sein, der könnte mich f***en, dann sei lieber mit ein paar Leuten, denen du vertraust. Ja. So sehe ich das, keine Ahnung. Okay, aber immer mit der Angst zu leben, der ganz bockt auch nicht. Nein, ich sage ja nicht, dass man mit Angst leben soll. Es geht hier gerade nur um eine Veranstaltung. Es ist ja öffentlich, wo er ist und man weiß, dass er da ist. Ja. Weißt du, ich meine? Und da kann alles passieren. So sehe ich das, Bruder. Okay. Ich sage jetzt nicht, der soll 5 Securities mit sich haben wie 6ix9ine und überall so rumlaufen. Das war nicht die Aussage. Und ich war in der Situation ja auch erstmal total überrascht und perplex, da es im Kampf war, in der Rundenpause. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, 3., 4. Runde, irgendwie sowas in der Richtung. Ach so. Und auch zu dem Zeitpunkt auch gerade niemand neben mir saß. Denn ich war ja mit Mola da. Ich glaube, wenn der neben mir gesessen hätte, wäre die Nummer anders gewesen. Und ich habe dann noch neben jemand anders gesessen, neben Hans Mahr, der zu dem Zeitpunkt kurz aufgestanden ist. Irgendwie. Also das funktioniert einfach nicht. Diese ganze Nummer geht halt gar nicht. Und auch dieses danach sich ins Netz stellen und dafür abfeiern, wird sicherlich jetzt nicht unbedingt von Vorteil sein. Und der junge Mann hat mir ja angeboten via Bild-Zeitung, dass er gerne mal ein Gespräch mit mir führen würde. Verkomme ich oder was? Okay. Dieses Gespräch wird es geben. Er nimmt's an! Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dieses Gespräch wird an einem Tisch stattfinden und dieser Tisch ist ein bisschen länger. Und dann sitzen sogar noch Leute dabei, die sich das ganz genau anhören. Okay, er hat angezeigt. Das ist die Staatsanwaltschaft. Und dann werden wir mal sehen, was da passiert. Also, Also es wird kein dieses Gespräch im Café oder irgendwo essen. Komm ins Café, wir müssen reden, der ist nicht, aber... Das muss schon im Gerichtssaal stattfinden. Ja, und Bro, und da wird der ganz klar abkacken, Bruder. Zu 100% ja, wird der abkacken. Hat da keine Chance, nee. Bro. Ja, also weil ich rede jetzt von Fat Comedy, ne? Ja, safe. Weil erstens, das passiert vor Kamera so, es gibt... Es war gezielt, das ist gezielte und Gewalt. Und das Ding ist... Es ist rufschädigend. Erstens das. Und das Ding ist, er zeigt auch keine Reue.
Das heißt, die Strafe wird noch größer ausfallen, Bruder. Ja, ja, ja. Also, Ich weiß nicht, auf was er dich verlässt. Ob ein Sammler das zahlen wird, weißt du, also, ich meine? Das ist so ein Ding, wo ich appellieren kann. Sorry, dass ich unterbrochen habe. Bro, wegen ein bisschen Reichweite hast du jetzt deiner Familie Stress angetan. Was ist, wenn der gute Sammler oder jemand... Oder, nee, Mann, du hast wirklich für dich selber getan. Du bist Batman und du warst für Gerechtigkeit. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, die es mehr verdient haben als er. Okay? Was hast du jetzt davon gehabt, dass die kleinen Kinder, also unsere Südländer, unsere Kanaken, die auf so einem Fame, auf so einem Fitnessscheiß stehen, dass sie dich für einen Tag applaudieren? Von diesen Leuten wird dir keiner aber helfen. Von diesen Leuten wird aber keiner deine Mutter oder deinen Vater so, wie soll ich dir sagen, beruhigen im Sinne von, ey, weiß ich meine, jetzt hast du Stress an der Backe. Und wer weiß, wie weit das ausarten wird, weiß ich meine? So, auf was verlässt du dich gerade? Das frage ich mich. Das ist jetzt gerade nur meine Frage. Dachte er wirklich, dass halt Olli Pocher das sportlich nehmen wird? Oder ich denke, nee, ich werde dir nicht anzeigen, wie es passiert. Er wusste schon, dass eine Anzeige auf ihn zukommt, oder? Ich denke auch, aber wie das, wie krass das jetzt ausarten kann, das wusste er, glaube ich, nicht. Nee, also, das wird auf jeden Fall teuer, Alter. Ja, so. Das wird auf jeden Fall teuer. Direkt, jo, Bro. Ja, mit dem Geld, was du jetzt an ihn zahlen musst, an Strafe, egal von wem das Geld bekommst, ob du dich gesponsert bekommst, ob du es von deinen Freunden bekommst, ob du einen Kredit ziehst, ob du keine Ahnung, was du getan hast, es ist schade, damit hättest du deine Mutter oder dein Vater was Schönes kaufen können. Oder dir selber. Oder was du möglich kannst. War das wert? War dieser das wert, Bruder? Ich mag diesen auch nicht, aber der war es doch nicht wert, Bro. Ja. Der war es doch nicht wert. Du bist ein Comedian, du bist ein lustiger Junge. Ich kenne dich seit 4-5 Jahren, ich habe dich damals sogar schon angeschrieben, weil ich dich sehr mag. Du warst immer korrekt, weiß ich meine. Ich fand dich auch immer witzig, ich finde dich immer noch witzig. Aber das war unnötig, Bruder. Nur damit Rapper dich in deren Storys posten und sagen, ah, Löwe, ist das, Bruder, das ist nicht wert. Das ist es nicht wert, Bruder. Das ist meine Meinung, Bro. Und ich bin auch gegen Gewalt. Es gibt Menschen, die verdienen es wirklich. Walla Billa, die verdienen es, aber nicht von dir. Vor allem, Bro, weil du es getan hast, werden jetzt die Kanaken wieder in ein schlechtes Licht gerückt. Es ist einfach so. Hätte ihn ein Armband umgeboxt bei diesem Event, hätte ich vielleicht auch so gemacht. Okay, krass, er hat es verdient von seinem eigenen Landsmann. Aber was wird jetzt passieren? Wir haben schon wieder das Kanaken-Klischee erfüllt. Die Kanaken sind aggressiv und die können nur das. So ist das einfach. Ja, das ist so. Du bist ein lustiger Mann. Du hättest hingehen können, ihn aufnehmen können und ihn mit Wörtern zum Hund machen können. Du hättest ihn nicht schlagen müssen, Bro. Das weiß ich nicht, Alter. Unterschreibe ich. Und diese Nummer ist nicht nur hinterhältig und nicht lustig oder in irgendeiner Art und Weise. Ich hab keine Ahnung, was ist das heute? Mitleid habe ich aber mit ihnen auch nicht. Ich will, dass die Leute verstehen, bevor ihr mir sagt, ey, John, er hat damals so gemacht, er hat so gemacht. Ich also, kenne nicht alles von diesem Bild. Also der ist kein Unschuldslamm, ne? Der soll auch, das ist so. Mir auch scheißegal. Es ist mir scheißegal. Ich will nur damit sagen, ich habe kein Mitleid mit ihm, er ist mir scheißegal. Es geht mir hier einfach ums Prinzip, dass das nicht hätte sein müssen. Weißt du? Hätte nicht. Sie ist einfach arglistig. Es ist Körperverletzung. Es ist was in ganz, ganz vielen Situationen. Und von meiner Seite geht es da auch eine dementsprechende Strafe dazu, wo es vielleicht an Orte geht, wo nicht nur die Augen geküsst werden, sondern auch ganz andere Stellen des Körpers. Okay. Und ich werde mich auch nicht einschüchtern lassen von irgendjemandem oder irgendwas und ich werde auch meinen Humor nicht verlieren. Ich bin am nächsten Tag aufgetreten bei Luke Mockridge. Auch da sicherlich ein eigenes Thema, wie Social Media funktioniert und was es da für Abwegigkeiten gab, können wir mal an anderer Stelle besprechen. Jetzt nochmal dazu. Es gibt gar keinen Grund, sowas zu machen. Egal, was ich über wen was gesagt habe. Ob er an dem Tag Speiseöl nicht bekommen hat im Aldi Süd oder das Wetter irgendwie ihm auf den Sack gegangen ist oder was auch immer. Es gibt einfach keinen Grund. Ich kenne ihn nicht, ich habe nichts gemacht. Und Leute, die das jetzt beklatschen, gerade auch aus der Deutschrap- und Hip-Hop-Szene, die sind Mittäter. Ich glaube, die stellen sich ja auch nicht hin nach so einem Vergewaltigungsvideo und sagen, vielleicht fand die Alte das ja geil. Das ist nämlich genau dasselbe, was in gewisser Form da stattfindet. Und dieses Happy Slapping, was ja auch dadurch sogar einen eigenen Namen mittlerweile hat, viele können sich da nicht wehren. Vielen passiert das tagtäglich in der Schule oder irgendwo anders. Und das war jetzt ein Präzedenzfall bei einer öffentlichen Veranstaltung in der ersten Reihe. Auch da. Normalerweise wäre ich auf so eine Gurkenveranstaltung nie hingegangen. Ich glaube, damit kann man das eigentlich unterschreiben. So, es interessiert mich echt, er redet jetzt nochmal viel um den heißen Brei. Es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass er ihn anzeigen wird und ich denke nicht, dass er Comedy damit gut davonkommen wird. Das wird Kopfschmerzen verursachen, wer weiß, wie weit das gehen wird. Ja, was ich nur sagen kann ist, bevor jetzt so die Community der anderen Leute, die jetzt zum Beispiel unsere Meinung nicht feiern, schreiben werden, ey, wer so eine große hat auch damit zu rechnen, irgendwann mal selber aufs Maul zu bekommen. Da bin ich voll mit euch. Sag ich euch, wie es ist. Ich mache seit 10 Jahren YouTube und ich habe früher auch harte Videos gemacht. Ich habe mich mit vielen Leuten gestritten und vielleicht habe ich auch schon mit vielen Leuten Schlägereien gehabt wegen meiner Videos und ich habe sie trotzdem nicht gelöscht. Ich hätte viel Frieden mit Menschen haben können, die mir gesagt haben, lösche sie Videos, dann gibt es keinen Stress. Ich habe es trotzdem nicht gemacht. Also ich weiß, auf welcher Ebene ich mich damals auf YouTube so bewegt habe. Ein Oliver Pocher ist auch seit 20 Jahren wahrscheinlich im Fernsehen gefühlt, weil ich meine, er weiß auch, was er tut und er ist der Letzte, der sich darüber wundern muss, wenn es mal dann irgendwann knallen sollte. Was ich aber sagen möchte, ist einfach, dass es nicht hätte sein müssen. So, vor Ende schon ein Fett kommen. Das war unschön, Alter. So, Gedeck Jok. Gedeck Jok, Bro. Wir können darüber lachen, wir können uns darüber belustigen. Wir werden mit diesem Thema Geld verdienen, wir werden darauf reagieren, wir machen unsere Aufrufe. Aber wer wird jetzt darunter leiden? Du. Wer hat jetzt wieder einen schlechten Ruf? Die Kanaken. Es ist so, Bruder. Es ist so. Und ich finde es absolut nicht in Ordnung, dass diese Rapper das dann posten und sagen, feier ich geil, geil. Und dann aber immer Anti-Mobbing, Anti-Schlägereien, Anti-Gewalt predigen. So, Bro. Was soll ich euch sagen, Alter? Keine Ahnung. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Lasst uns das gerne ausdiskutieren. Und ja, wie gesagt, ich habe nichts persönlich gegen Fett Comedy. Oliver Pocher ist für mich ein Kick.
Dabei bleibt es. Einfach die Aktion musste nicht sein, meiner Meinung nach. Was sagst du dazu? Digga, du hast eigentlich alles gesagt, was gesagt werden musste. Alle. Okay. Also bei den zu 98% stimme ich dir zu. So. Okay. Dann bin ich gespannt, was ihr dazu schreibt. Vielleicht werden wir ein bisschen diskutieren. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Passt auf euch auf. Wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Wir fliegen jetzt nach Trabzon.